Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen The Amazing Spider-Man 2 Part. Und mal wieder ein paar schöne Vorworte, warum wieder keine Videos gekommen sind. Ich habe keine Zeit. Weiß nicht, was soll ich sagen? Es gab Stress mit World of Quest. Das wurde jetzt teils geregelt. Und deshalb habe ich jetzt wieder Luft und Lust und Laune, Spider-Man zu spielen. Und ich habe Lust, eine neue Klamotte anzuziehen. Das wollten wir, glaube ich, im letzten Part. Ja, genau, haben wir schon angezogen. Wunderbar. Denn er sieht so böse aus. Der ultimativ böste Anzug ever. Warte, was stand da? Mission nochmal mit... Achso, hier sieht man so die Kapitelauswahl. Ah, cool, cool. Gut zu wissen, Kinder, gut zu wissen. Ach ja. Aber ich glaube, ich muss nicht wieder alles erlernen, so wie beim letzten Mal. Sollte ich eigentlich alles noch drauf haben. Hoffentlich. Ich sollte offline gehen, aber... YOLO, Kinder, jetzt YOLO. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Echt? Fisk wird zum Kingpin, indem er seine Rivalen mit der Taskforce ausschaltet. Und die Öffentlichkeit dankt es ihm. Er stellt ein paar Schecks aus und alle schauen in die andere Richtung. Es ist aber nicht nur die Taskforce. Ich habe mich um seine Feinde gekümmert. Und derjenige, der mir dabei geholfen hat, ist Kraven. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Ich brauche mehr Insider-Informationen über Fisk. Und ich habe einen alten Freund, der sie mir besorgen kann. Dich kriege ich, Freundchen. Irgendwie da hoch, über ihn hinweg und schnell drehen. Wo ist er? Da, jetzt habe ich's. Hallo. Jetzt langt's aber. Tschüssikowski. Das schreit förmlich danach, dass wir ein paar gute Taten vollbringen müssen. Erstmal hart nach unten. Und jetzt richtig weit nach vorne katapultieren. Ja, Schlägereien sind immer gut, weil man kann sie relativ schnell und einfach aber manchmal bin ich besonders erledigen, großartig. Wenn man auch hinkommt. So, hier, irgendwo, hier und hier runter. Ja, wir haben's. Standort folgt. Ha, hier drüben. Harry weiß vielleicht mehr über Fisk war als fair. Jeder andere. Du auch her? Sobald er da ist, schnapp die Falle zu. Welche Falle? Meine für euch? Und. Tschüss. Yay, Kinder. Warte, komm, mich nervt das selber langsam. Fühlt sich immer gut an, den Müll rauszuholen. Was ist jetzt? Fly. Ha! Wunderbar. Schon viel besser. Die Anwohner dankten Spider-Man. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Aber ich glaube, wir sind noch nicht komplett. Ja, siehste. Einmal ein Abseilen, bitte. Bitte sehr. Und jetzt wieder hochseilen. Oh, guck mal, wir sind hier gleich bei einer Mission. Die werden wir sofort machen. Das wird dich wachrütteln. Wie habe ich das andere eigentlich gemacht? Eben habe ich irgendwas Cooles gemacht. Das sah jedenfalls cool aus. Also ich habe irgendwie und... Was hast du über Spider-Man gehört? Keine Arbeit. Wie haben wir das eben gemacht? Ihr habt das auch gesehen, glaube ich. Ha, gerade als du glaubst, ich könnte gar nicht mehr besser werden. Da, jetzt habe ich's. Hey, ei und... Tschu! Coole Sache. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und nochmal. Tschu! Und jetzt können wir wieder normal. Irgendwie dahin. Dahin? Ich frage mich, wo das ist. Was ist das für ein Gebäude? Hallo. Da liegt auf jeden Fall was von Harry Osborn. Hören wir uns sofort an. Eine Krise jagt die andere. Bewaffnete Irre nehmen Geiseln in unserem Gebäude. Irgendein Angestellter bekommt bei der Arbeit einen Stromschlag. Das kann ich nicht gebrauchen. Diese Stadt ist das reinste Chaos. Und wenn die Polizei keine Ordnung herstellen kann, dann mache ich das eben. Die Kampfrüstung, die wir für das Militär entwickeln, könnte helfen. Ich habe nicht die Verbindungen zum Stadtrat, um es hinzukriegen.
Ich kenne aber einen möglichen Investoren, der sie hat. Uh-oh. Und das könnte der Kingpin sein. Glaube ich. Wir werden es herausfinden. Harrys Apartment, Harry, das sieht aber... wohl eher mit seinem Kumpel Peter als mit einem kostümierten Irren. Irren? Aber wir sind cool, wir können... Spinnen dazu aus unseren Armen... Ja. Spritzen lassen. Und ich glaube, spritzen war das falsche Wort dafür. Okay, ich bin bereit. Yep. Wow, jeder weiß, dass Fisk ein Gauner ist. Aber du denkst, dass er der Verbrecherboss von New York schlechthin werden will? Das habe ich gehört. Ich arbeite mit Whitney Chang an einer Story, aber sie braucht Beweise. Du kommst näher an Fisk ran als alle anderen. Nicht wirklich. Seine Geschäfte sind streng privat. Aber als Investor habe ich Zugang zu den Finanzberichten der Taskforce. Oh. Okay. Ich bin auf eine deiner Adressen gestoßen. Es gab Zahlungen an einen Sicherheitsberater. Fisk regelt alle personellen Entscheidungen. Er hat diesen Kravinov angeheuert. Aber er hat die Bücher manipuliert und rein technisch wird er von Oscorp bezahlt. Er versucht, mich vor den Bus zu werfen. Willkommen im Club. Alles okay? Ja, es ist nur, ich habe einfach dem Falschen vertraut. Und ich hätte es sehen müssen, aber... Zuerst mein Dad und dann Onkel Ben. Ich wollte wohl daran glauben. Du wolltest deine Vaterfigur. Ich weiß, wie das ist. Mein Dad, für seine Rettung schloss er mich aus seinem Leben aus. Und am Ende hat er mir nur die Krankheit hinterlassen, die ihn getötet hat. Harry, es tut mir leid. Was hast du? Es ist genetisch. Sehr selten. Degenerativ. Mit einem Vermögen verlängerte mein Vater sein Leben, um ein Heilmittel zu finden. Diese Zeit habe ich nicht. Es muss doch Hoffnung geben. Gentherapie. Darum ging es in den Forschungen meines Vaters. Hat Norman deswegen mit Artenkreuzungen experimentiert? Ja. Er dachte, er könnte sich die Widerstandskraft aneignen, die bei manchen Tieren in diesem Bereich zu finden ist. Seine besten Ergebnisse erzielte er bei den Spinnforschungen mit deinem Vater. Aber Dad verschwand. Zusammen mit seiner Arbeit. Ja, leider. Deine Taskforce, ihre Rüstung besitzt medizinische Vorrichtungen. Können die helfen? Es ist kein Heilmittel. Aber sie geben Menschen Mobilität, die sonst auf Hilfe angewiesen sind. Die Taskforce hat mir geholfen, sie zu verbessern und meine Forschungen vor Kriminellen zu schützen. Aber es war ein Fehler, mit Fisk zu arbeiten. Er weiß, dass du krank bist? Jetzt schon. Und er wartet auf meinen Tod, damit er Oscorp übernehmen kann. Oh, ja gut, dann beenden wir mal die Unterhaltung. Hör zu, Pete. Ich weiß, wovon ich rede. Wenn sich die Leute abwenden, denen du vertraust, musst du dich eben selbst um deine Probleme kümmern. Harry, du weißt, dass ich tun werde, was ich kann. Aber wie... Spider-Man. Niemand weiß, wie er seine Kräfte bekommen hat. Aber ich denke, er ist das einzig lebende, gesunde Beispiel für einen Artenkreuzungsversuch da draußen. Du machst Fotos von ihm. Es muss einen Weg geben, wie du an ihn rankommst. Oh. Peter, ich brauche Spider-Mans Blut. Können wir das zulassen, Kinder? Diese Bürde auf Harry zu geben? Ich weiß es nicht. Aber wir haben eine neue Nachricht. Jetzt hab ich's. Parker! Es heißt, dass Oscorp neue Mikrobomben entwickelt, die so klein sind, dass man sie überall verstecken kann. Sie testen sie in Halloween-Dekoration. Du bist doch mit diesem Oscorp-Jungen befreundet. Für ein exklusives Bild gibt's ein Bomb.
Ich habe Bonbon gelesen. Aha. Dann könnte es doch sein, dass er hier irgendwo eine in seinem Haus hat? Eine Bombe? Wäre doch was Tolles, hm? Die Bombe in Harrys Haus sieht aus wie ein Katzenschmaus. Okay, keine Ahnung, ich sehe es nicht. Aber wir haben hier noch ein paar schöne Nachrichten, wo wir was über, genau, unseren guten Harry erfahren können. Als hätte ich nicht schon genug Probleme. Jetzt muss ich mir auch noch Sorgen machen, Oscorp zu verlieren. Donald Mencken soll für mich arbeiten und im Moment tut er noch, was ich sage. Aber es ist offensichtlich, dass er das Steuer übernehmen will. Und dann ist da noch Wilson Fisk. Er bietet immer wieder an, das Unternehmen zu kaufen. Ich würde vielleicht sogar verkaufen, wenn ich nicht die Forschungsabteilung für die Suche nach einem Heilmittel bräuchte. Ich muss sie beobachten. Beide würden mir ohne zu zögern in den Rücken fallen. Das Geschäft ist korrupt, lieber Harry. Aber du hast noch eine Nachricht für uns und hier ist auch keine Bombe. Aber ein Klavier und ich darf nicht spielen. Was soll das? Ja, und die letzte. Ich habe Peter Parker gesehen. Wir waren gute Freunde, als wir Kinder und unsere Väter Geschäftspartner waren. Ich hatte gehofft, dass er mir mehr über die Forschung seines Vaters erzählen könnte. Aber er weiß auch nicht mehr als ich. Sogar noch weniger. Von Dads Aufzeichnungen habe ich den Eindruck, dass er seine Forschung als Waffe nutzen wollte. Typisch Norman Osborn. Vertreibe oder töte den Einzigen, der dein Leben retten kann. Mann, hier, ich werde hier nur ausgenutzt. Warte mal. Und er sucht den Kürbis. Ach, es ist noch etwas zu früh für Halloween, oder? Wir haben es gefunden, Kinder. Nice one. Ja. Das war verbesserungswürdig. Ja, ja, geh ich ein bisschen weiter weg. Ah, näher ran. Hier ein Kürbis. Für das die geile Zeitschrift. Für das den Daily Bugle. Hat gar nicht das hinter Harrys Rücken zu tun, aber er verhält sich in letzter Zeit seltsam. Ich gebe das Jameson nur, wenn es so aussieht, als würde Oscorp das Gesetz brechen. Wir sind ja schon ein kleiner Schlawiner. Mein Freund, mein Feind. Harry Osborn. Vielleicht, man weiß es nicht. Wer den Film gesehen hat, weiß es nicht. Oder? Doch, nein, ja, vielleicht. Geht's weiter? Geht's weiter? Geht's weiter? Geht's weiter? Geht's weiter? Laden, laden. Ich will nicht warten. Ich will nach Hogwarts. So, wir haben eine neue Nachricht. Nachricht, 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 Nachricht. Mit solchen Fotos gewinnt man keine Preise. Wenn das nicht besser wird, gibt's kein Geld. Ey, ich krieg eh kein Geld. Du kannst mir Erfahrungspunkte geben. Wie wär's damit, hä? Nein, auch nicht. So, ich würde sagen, wir klären das eben. Warte mal. Genau unter uns ist irgendwas hier. Irgendwas geht hier ab. Was geht hier ab? Lass dich fallen. Ja, 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 ja. Genau so. Oh nein. Okay. Ach so, nur einen Passanten retten. Damit habe ich kein Problem. Übles vor sich. Hier geht was für Übles vor sich. Hallo. Hi. Hey. Ah, ich brenne. Ich kann mich nicht erinnern, einen Spinnenflambé bestellt zu haben. Ah, ich habe es genau gegen mich geschleudert. Top. Richtig angenehm ist das für mich auch nicht. Ich finde das super. Oh, verdammt. Anschnallen bitte. Jetzt geht's ab. Oh, links ran, links ran. Ah, oh, verdammt, ich drücke jetzt immer automatisch irgendwie A. Was für eine Aussicht. Ah, so holt man sich Speed. Ja, ja, Kinder, ich hab's wieder. Wir haben's gleich geschafft. Armer Harry. Ach, schon wieder aus Versehen. Ich will ihm helfen, aber ohne die nötigen Tests kann mein Blut alles noch schlimmer machen. Genau. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber wir haben eine Zivilperson gerettet und kriegen Punkto in Richtung Guto. Das erschütterte Opfer. Ja, 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 ja. Interessiert keinen. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, eine kleine Quest ist noch drin. Großartig, aber manchmal bin ich besonders großartig. Ah, links rum. Oder da hoch. Wie du willst, Spidey. Geht das auch schneller? Nee. Wir könnten ja zur Feuerwehr gehen, aber ich das weiß, dass ich Netze das verkacken werde. Etwas, an dem sie haften können. Deswegen nein. Gerade als du glaubtest, ich könnte gar nicht mehr besser werden. Ja, ja. Wäre es doch, wenn jetzt ein als Spinne verkleideter Held käme und mir helfen würde. Oh, was für ein Zufall. Oh, und dann bin ich auch schon. Hallo. Komm mal her. Okay,
Wenn mein Blut Harry heilen könnte, würde ich es ihm sofort geben. Ihm hier? Es benötigt Zeit und viele Versuche, um das herauszufinden. Und weiter geht's. Nee, der Harry ist der ist ein kleiner Ungeduldiger. So sieht's nämlich aus. Hm. Na okay, er stirbt von Zeit zu Zeit, aber jedenfalls sein Körper. Und er kriegt hässliche Falten. Das erschütterte Opfer sagte... Wir verkaufen das einfach mal als Lachfalte, ne? Ja. Ja, Heldenstufe Uno. Wenn wir uns nur besser verstehen würden, vielleicht könnten J. Jonah Jameson und ich gute Freunde sein. Nein. Nein. So, okay, Kinder, ihr habt mich überredet. Ich mach's. Ich werde jetzt noch eben... Hier rechts... Nein, Mann, ich verdrück mich immer, ist das ätzend. So, ich hab's geschafft. Okay, ich versuch's. Ich krieg's hin. Schön brenzlig aus. Ich muss die Leute schnell. Brenzlig, ja. Gut. Oh, das verkacke ich. Eins. Sehen wir alle? Ich weiß das nicht mehr. Das ist wie auf der Hüpfburg, oder? Erstmal machen wir alle. Wenn ich alle Blut gebe, ohne es zu testen. Alle, hab ich gesagt. Umbringen. Oder in ein Monster verwandeln, wie Dr. Connors. Wer weiß, wie viele Menschen er verletzen könnte. Oder okay, wir versuchen's. Da möchte ich rein. Bin unterwegs. Durchhalten. Da geht's nicht lang. Da geht's rein. Hallo, dann wie die Erste. Milady? Ja, ich auch. Und ich habe eine Maske auf, hallo? Vielen Dank. Ich war schon fast... Sehen wir, da ist noch jemand drin. Oh nein! Ganz ehrlich, Kinder, das ist so gar nicht meins. Das wird euch wachrütteln. Nein, ich will doch... Das war abgeschlossen. Das da. Ja, mach einfach. Und dann auch rein da. Wer da eingesperrt ist, dem bleibt nicht viel Zeit. Ach echt? Mann, ich krieg's einfach nicht da. Krabbeln. Wir krabbeln einfach. Ja, nein. Im Ernst, war auch... Wie groß kann der Markt für gegrillte Spinne hier schon sein? Sehr groß. Nein. La 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 la. Ich krieg es einfach nicht hin. So. Hier da rein. Spidey. Machen wir es halt so. Niemand hier runterholen. Alter. Ich gebe der Steuerung ab jetzt Schuld. Mann, ey! Norman Osborn hat jahrelang mit seiner Krankheit gelebt. Harry hat Zeit, selbst wenn er es nicht glaubt. Bevor ich ihm mein Blut gebe, muss ich wissen, dass es sicher ist. Das gibt's doch nicht, Spider-Man! Ich möchte doch da rein! Oh, das ist so unglaublich dämlich. Jetzt kommen wir da nicht hoch. Ja. Die sollen wir nicht rumheulen. Gut, wir rennen. Ah, okay. Oh, ist das creepy. Komm schon, da ist einer. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich da hinkomme, aber ich hüpfe einfach. Ja. Au. Jammer nicht. Ich komme. Immer weiter rufen. Okay, wir haben jetzt schon über die Hälfte, dann ist noch einer ganz unten. Oh, das glaube ich ja fast gar nicht. Ja. Ja, so ein Dreck. Oh, komm schon. Schaffe ich das diesmal, Kinder? Ich weiß es nicht. Meinen aufrichtigen Dank, Spider-Man. Ganz unten ist einer. Hier irgendwo. Ja, irgendwo hier. Gehen wir mal hier rein. So, da haben wir den letzten. Ja, du. Und du bist der Einzige noch. Mund bedecken. Ich komme. Raus hier. Jede Sekunde zählt. Sehr gut gemacht. Oh, ich hab's geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Nein, weil ich ja schon einmal verkackt habe. Aber wir haben es geschafft. Ich bin gut. Und das muss ich mir jetzt anhören. Die Überlebenden sagten, niemand außer Spider-Man hätte sie rechtzeitig erreichen können. Ich weiß. Ich bin so gut. Komm, dann gucken wir nochmal, wie unsere Heldentat da hoch. Boomte, yeah! Na, ganz voll? Nice one!
Okay, Kinder, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Part, den ich jetzt gleich sofort starte. Das heißt, es gibt wieder ein paar Parts mehr. Yay! Bis dann, ciao.